Weiter geht's mit The Legend of Zelda A Link to the Past und dieses Mal mache ich mit dem Ice Dungeon weiter. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich dazu sagen muss, aber ich glaube schon. Ich hatte den schon angefangen, diesen Tempel. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Weil... Ja, genau, weil... Wahrscheinlich werde ich es so ein bisschen zusammenschneiden. Dass es so aussieht, als wäre es alles jetzt gerade passiert. So, dafür gehe ich jetzt hier rein und dann mache ich den Schnitt zum letzten Part wahrscheinlich oder auch nicht, keine Ahnung. Bin ich hier nicht... Okay, nein, ich bin hier nicht sicher, gut zu wissen. Mir fällt gerade auf, dass es Pinguine darstellen sollen. Wäre interessant, weil man die Gegnernamen direkt wüsste. Du hast den Kompass gefunden. Yay. Ich weiß jetzt also, dass der Dungeon Boss... Holy shit. Wie viele Etagen? 8? Ja, 8. Das kann dauern. Jetzt muss ich hier rein. Da führt kein Weg. Ran vorbei. Okay, eigentlich schon, aber... Das andere wäre sinnlos. Ich brauche ein Herz. Uff. Ich brauche unbedingt ein Herz. Danke. Was ist das? Ach so. Ach ja, stimmt. Nein. Jetzt soll ich wahrscheinlich nach oben. Oh shit. Ich habe gerade echt Angst, hier drauf zu gehen. So, jetzt bin ich wieder im nächsten Part. Also in diesem Part und nicht mehr im letzten. Hier bin ich letztes Mal gestorben. Weil ich gegen so einen Typen Ich weiß halt leider nicht, wie man die Gegner nennt. Das wäre interessant. Mann. Eigentlich ist dieser Gegner viel zu einfach. Stopp. Stopp. Hammer Time. Danke. Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber ich habe vielleicht eine kleine Idee. Wie geht das? Ich hätte nicht gedacht, dass ich so genial bin. Zack, zack. Zack, zack. Du kannst den Skelettritter nicht allein durch das Schwert vernichten. Sobald das Skelett in sich zusammenfällt, ist er durch eine andere Waffe verwundbar. Ja, wahrscheinlich... der Feuerstab. Nein. Eisstab? Nein. Nein. Hm.
Aber durch welche Waffe? Welche Waffe? Hammer. Nein. Bombe. Ja, Bombe. Ach, noch einer. Hallo? Achso, lol. Falsche Waffe ausgewählt. Komm, bitte, bitte. Fuck. Danke. Was ist denn das gegen dich? Gut. Oh nein. Hier muss ich sehr vorsichtig sein. Bleib mir mal bei dem Feuerstab, genau. Alles zum Thema vorsichtig. Nö. Das zählt doch für alle im Raum, oder? Nee, nur für die im Screen. Ah, fuck. Das muss schnell gehen. Ich lasse es nochmal vorbei und dann. Nein. Es erinnert mich an The World's Hardest Game. Ich muss erst ausweichen und dann hier reinrennen. Zack. Ist hier auch ein geheimer Raum oder sowas? Sieht halt so aus. Ja gut, anscheinend nicht. Ich hätte gerne mal die Karte. Oh shit. Zuerst der erste. Dann der zweite. Dann der dritte. Dann der vierte. Und dann der fünfte. Mann, ich will endlich die Map haben. Ja gut. Geh weg. Ah, ich geh erstmal hier rüber. Ah, ich kann mir denken, wo das hinführt. So an diesem Raum, wo ich im letzten Part war. Warte, ich komme da nicht rein. Sehe ich das richtig oder bin ich nur zu doof? Hä? Ah, okay. Ich war noch zu doof. Ah, okay, ich lag falsch. Ich weiß halt nicht. Ist dies? Ah, es war doch. Die Frage ist jetzt, wo springe ich runter? Da oder da? Spring hier runter. Oh, nice Dungeon Item. Aber da brauche ich erst noch einen Schlüssel. Fail.
Warte mal, der hat vielleicht den Schlüssel. Fuck, 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 fuck. Ne, hier ist ein Schlüssel. Da. Kommt raus. So, das mache ich mir jetzt mal einfach. Junge. Warum klaut mir dieses Ding überhaupt Mana? Ach, Junge, Junge! Warum muss der Boden überall so scheiße sein? Nein! Ja! Nice! Zack! Noch ein Schlüssel! Ich dachte, ich hätte das richtige Timing, aber anscheinend nicht. Droppen die was oder droppen die ja nix? Doch. Gehst mal hier rein. Oh nein, ich hasse den Raum jetzt schon. Zack. Ich bevorzuge, wenn die Tür offen ist. Hier da hoch geht's auch noch, weil hier drüben scheint erstmal nichts weiter zu sein, außer eine Truhe oder sowas. Alter. Mach keinen Scheiß. Danke. Ah, das ist der Raum. Hier runter zu springen bringt mir eigentlich gar nichts, oder? Wobei doch. Nicht deswegen, sondern deswegen. Nein, warte mal. Nein, das ist eine Junge. So, vorhin war ich dumm. Diesmal bin ich es hoffentlich nicht. Warte. Link, geh sparsam mit deiner Zauberkraft um, solange du kein Zauberlexier besitzt. Zauber-Elixier besitzt. Achso, das Zeug ist wahrscheinlich Elixier und kein Mana. Ja, ich gehe sparsam damit um, keine Sorge. Keine Sorge. Es hat auch ein Herz drin, es hat mir überhaupt nichts gebracht. Es hat mir rein gar nichts gebracht, dieses Herz zu holen. Lächerlich. Lächerlich. Lol. So, ich habe kurz den Rauschfilter umgestellt. Also, ich habe mir etwas insensitiver gemacht, wenn man das so nennen kann. Was ist das jetzt für ein Schrott? Ich gehe natürlich wie immer sparsam mit meiner Zauberkraft um. Währenddessen dies eine Monster da einfach aus dem Screen fliegt. Hä? Ich muss runter.
Ja, genau. Da war ja noch was mit dem Enterhaken. Bewegen die sich erst, wenn ich jetzt hier loslaufe, oder wie? Ja. Shit. Oder wie? Die kann man ja richtig einfach besiegen. Gern mit dem Enterhaken noch. Ich wollte jetzt eigentlich noch gar nicht hier rüber. Gut. Noch ein Schlüssel. Öffne ich erstmal die Tür. Da scheint es noch ziemlich weit weiter zu gehen. Guck erstmal, was hier ist. Ah ja, okay, hier sieht es jetzt auch nicht anders aus. Ich kann mir aber denken, wo das hier drüben ist. Ich könnte höchstens mal hier reingehen. Au. Ah, okay. Was? Lass mich in Ruhe. Ich gehe also lieber hier hoch.